Kreative zu machen, also ganz funktional, aber zum anderen ist auch, uns mit Kultur auseinanderzusetzen, weil wir glauben, dass eine Politik, die sich so einseitig auf sozusagen Materielles aus Finanzkrisen, Wirtschaftskrisen, Sozialkrisen bezieht und die andere Seite des menschlichen Lebens, des gesellschaftlichen Reichtums sehen, einfach interessiert, dass das zu wenig ist. So ist die Reihe entstanden, Grünkultur. Sie beginnt heute mit Agnes Gründel, die ich hier mit herzlich willkommen heiße. Sie wird dann gleich kommen. Gerade schon im Hintergrund. Hat Gründel. Seine Engel haben. Damit komme ich auch zum ersten Teil des Programms. Agnes Grundwege wird heute wirklich, also sozusagen nicht nur ein Anreise, beim Reden über Politik, sondern eine Stunde Konzert, unterbrochen durch Texte, durch Vorlesen und danach machen wir eine kleine Kaffeepause und dann kommen wir ins Gespräch. Ich werde mit Agnes über Kulturpolitik, aber auch über ihre Situation, ihre neue Situation im Bundestag, was heißt es, wenn man als Konzertpianistin in den Bundestag kommt, mit welchen Augen sind wir im Bundestag, welche Anliegen verfolgt im Bundestag, was versteht wir Grünen unter Kulturpolitik, das werden wir die Gesprächsthemen des zweiten Tages sein. Jetzt freuen wir uns erstmal auf das sicherlich wunderschöne Konzert. Sie hat mindestens ein Stück extra für dieses Konzert neu angelegt. Also sie hat wirklich hart gearbeitet, wir waren gestern schon hier und wir haben festgestellt, dass Mössing einen außerordentlich guten Flügel hat, dass der wenig genutzt wurde, bis er hat gesagt, das ist ein junges Pferd, das muss man fast einreißen, also das muss man erstmal noch zählen, dass es so kommt und passiert. Vielleicht noch eine persönliche Anlage, ich freue mich, dass die Eltern von Agnes Grundwege hier in vorne gekommen sind, die Begleiter, und ich freue mich übrigens auch ganz persönlich, dass meine Mutter hier ist meine Schwester und mein Schwager. Auch das ist etwas Besonderes. Meine Mutter ist mit Sicherheit die Älteste hier. Sie ist schon deutlich über 90. Ich finde es klasse, dass sie kommen. Schön. Die Konzentration, die Denkkraft, die Weisheit.